SPD vor Gesprächen bloß keine KroKo stand, 27.11.2017, 12 Uhr Uhrseitenanfang. Die CDU setzt auf eine große Koalition, das hat das Parteipräsidium beschlossen. Die SPD wiederum windet sich und zeigt sich erfinderisch bei der Suche nach Alternativen zur KroKo. Mittlerweile ist die Rede von einem vierten Weg. Von Alex Krämer, ARD Hauptstadtstudio. Och nö, nicht schon wieder, muss es echt die KroKo sein? Diese Frage bewegt die Sozialdemokraten, und es ist bemerkenswert, wie viel Fantasie die SPD bei Alternativen zu einer neuen, großen Koalition entwickelt. Minderheitsregierung Merkel, von uns geduldet, hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorgeschlagen. Die SPD sucht den dritten Weg, eigentlich wollten sich die Sozialdemokraten in der Opposition erneuern. Doch nach dem Scheitern der Sondierungen ist aus Parteichef Schulz kategorischem Nein ein vorsichtiges Vielleicht geworden, sofern die Basis zustimmt. Von Julian Heißler 24.11.2017, mehr der Parteilinke Matthias Mirsch spricht im Deutschlandfunk von ganz neuen Varianten, von einem vierten Weg, jenseits von Minderheitsregierung, KroKo oder Neuwahl, Parteien können zusammenarbeiten. Sie können Verabredungen treffen, sie können sogar im Kabinett gemeinsam vertreten sein. Aber sie sind eben nicht so starr an eine Einstimmigkeit in allen Themen gebunden, wie wir das bei Koalitionen kennen. Da spielt die Sorge mit, die SPD könnte erneut verschwinden in einer großen Koalition, unsichtbar werden Mirschs Lehre aus der letzten Legislaturperiode. Wir mussten Anträge ablehnen, die von der Opposition gestellt wurden, obwohl sie in unserem Wahlprogramm standen. Obwohl man um einen besten Weg hätte ringen können. Warum können wir nicht jetzt darüber nachdenken, Formen der Zusammenarbeit zu finden, wo wir Demokratie auch an einigen Stellen neu leben können? Das, glaube ich, ist die eigentliche Chance, die in dieser schwierigen Situation auch liegt. Das wäre also eine Art offene Beziehung, bei der man von Fall zu Fall auch mal mit der Opposition stimmen darf. Video: Ralf Stegner, stellvertretender Vorsitzender SPD, fordert Zugeständnisse. Morgenmagazin 8:0, 27.11.2017, Video: Thierse bringt Kenia ins Spiel. Eine weitere Variante brachte Wolfgang Thierse ins Spiel, früherer sozialdemokratischer Bundestagspräsident, ein Kenia-Bündnis aus Union, SPD und Grünen. Das sei eine gute Alternative zur bloßen Fortsetzung der Großen Koalition, wirbt Thierse im Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, man kann es doch auch mal anders versuchen. Ein Kenia-Bündnis wäre ja eine andere Konstellation, mit ein paar anderen Akzenten, die von einer Großen Koalition so nicht gesetzt werden können. Klöckner pocht auf stabile Verhältnisse, Minderheitsregierung, offene Kooperation, wie auch immer die aussieht, oder Kenia. Die Vielfalt der KroKo-Vermeidungsstrategien innerhalb der SPD ist groß. Ich verstehe auch, dass das nicht einfach ist für die Sozialdemokraten, sagt dazu Julia Klöckner, Vizechefin der CDU, im ARD-Morgenmagazin. Gleich darauf lässt sie aber so ziemlich die Luft raus aus allen nicht wirklich Koalitionsvarianten. Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa.